Moin moin liebe Leute, wieder herzlich willkommen auf YouTube. Diesmal noch bevor der Livestream-Chat hier erbost den Chat schreiben kann. Ne? Vielen Dank für die gerade angefangene Nachrichten, kein Sound. Ich kann auch den irgendwie mit Helfer fahren lassen und mit 30 Grad oder so, sagte gerade jemand. Ich habe noch nie so ein Gerät mit Helfer fahren lassen, glaube ich. Wo würde ich das denn am besten hinstellen? Vielleicht tatsächlich sogar hier unten schon? Und dann fördert er das hier raus, oder wie? Ja, okay. Vielleicht machen wir das auch mit der Hand. Ich stelle das hier einfach erstmal hin. Und sag jetzt Helfer. Und dann fördert er mir das da oben raus, oder wie? Ja, kann ich es nicht einstellen, ne? Aber Winkel ist das, was er vorne streut, oder wie? Also er streut jetzt um 50 Grad und wenn ich jetzt auf weniger einstelle, dann verteilt er das nicht ganz so grobflächig, hätte ich jetzt, würde ich jetzt vermuten. Ich drücke einfach mal, ne? Ganz schlimm kann es ja nicht werden. Außer, dass wir jetzt noch mehr Helferkosten haben, ne? Aber gut, in der heutigen Folge, Leute, wird es soweit sein. Wir kaufen den ersten LKW. Ich mache erstmal Helfer aus, weil, ne, wie gesagt, hier ist eh gerade nichts zu holen. Hier sieht es auch noch gut aus. Mal da wieder ein bisschen was hin. Solange die LKWs unterwegs sind, ist alles gut. Und wir kaufen unseren ersten eigenen LKW. Bleibt natürlich auch, also die haben sich bisher bewährt, würde ich sagen. Die diese Dinger hier, Dreiachs. Ja, was FL oder nicht FL heißt, hundertprozentig sicher bin ich mir immer noch nicht. Aufkleber, weiß ich nicht, brauche ich hier nicht zwingend. Reifenhersteller, das ist mir auch wurscht. Reifendesign. Ich muss ja auch trotzdem noch ein bisschen Steinschlaggitter. Naja, brauche ich nicht. Obwohl wir natürlich eigentlich in dem Bereich unterwegs sind. Streifen. Rundumleuchten kriegt unser eigener Ja. Frontblitzer, nein. Sonnenblende. Ja, finde ich schicker. Boiler, finde ich, macht auch ein bisschen mehr her. Ohne den Bullenfänger. Ja, wir sind im LKW-Bereich für unser erster eigener Winterball. Wohl eigentlich. Okay, lasse ich mal. Das ist dachbar. Ach, noch mehr Licht oben, oder was? Naja, finde ich gar nicht so schlecht. Abdeckung, finde ich, passt. Jetzt will ich aber erstmal den teuren Motor da einbauen und dann mal gucken, wo landen wir denn. Bei 200.000 glatt. Die Reifen ist aber noch so ein bisschen schwierig irgendwie. So mache ich das. Windabweiser. Scheinwerferschutz. Zusätzlicher Kühler, Plexiglas, Sonnenblendenmaterial, Fahre, nö. Die Abdeckung. Kann man darauf verzichten. Seitenblende kann ich auch darauf verzichten. Zusätzliche Spiegel brauche ich eh nicht. Das ist ein schönes Gelb, so nach dem Motto. Ein bisschen doll, ne? Ich glaube, ich bleibe tatsächlich so ein bisschen wie mit dem Weißen, wie ich es auch im LS19 schon hatte. Und schön weiß. Aber man sieht auf jeden Fall, wenn er dreckig ist, ne? Aber, ach nee, den konnte ich glaube ich selber senken, ne? Die Mittelachse-Geschichte. Ich aber eigentlich vielleicht oben auch noch ein Schwarz machen, oder? Ey, das ist schon wieder blöd aus.
Oh. Wir können ja mal alle mal reinschreiben, mal gucken, wie viele unterschiedliche Meinungen wir kriegen. Welche Farbe würdet ihr für euren LKW nehmen? Schreibt doch mal rein, liebe Leute. Bin mal gespannt, ob sich da irgendeine Farbe durchsetzt oder ob tatsächlich jeder eher kreativ irgendwas Eigenes sich zusammen deichseln würde. Wäre mal interessant zu wissen. Meiner ist jetzt definitiv weiß, ist gekauft. Ist noch ein Benalu großer Trailer dazu. Reifen Conti, nö. Lizard, ja egal. Ersatzräder ohne Ersatzräder. So, nicht weiß, sagt Panic Pity. Rot-Weiß, sagt Big Bayern. Black, schwarz, schwarz, okay. Nein, Silber, Rot, Weiß, Grün und Weiß, Schwarz. Also schwarz, würde ich sagen, ist aktuell ein Trend. Offen. Pink, sagt Tamara, auch schön. Die Mädels mit etwas anderen Farbwünschen. Achso, ich wollte auch noch so ein Förderband eigentlich kaufen, ne? Da haben wir zumindest ein eigenes, weil die drei, die wir jetzt haben, sind auch alle geliehen. Die gehen ja später wieder weg. Kann auch nicht schauen, wenn wir zumindest eins besitzen. Wenn wir es nachher gut unterscheiden können, wird das wieder irgendwie orange. Also ich glaube tatsächlich, schwarz war jetzt ein bisschen. Ich meine, blau sind auch einige. Blau-weiß, was ist das, eine komische Farbmischung? So, hatten wir das praktische, ne? Das Förderbänder, die von Geisterhand selbst fahren können. Kieserde. Müssen wir auch gleich nochmal neue Kursplay an hier Autodrive anbinden, weil für Kies haben wir ja noch gar keinen Autodrive. Schick. Erst der eigene LKW hier auf dem Hof. Perfekt. So, danke mit Prime Sub. Vielen Dank. Vielen Dank für den Support. Mega nice. Vielen Dank. Und noch so. Krass. Also für, ne? Wenn man Gärreste-Transport. Also ein Wassertransport habe ich in Blau. Für Gärreste habe ich in Braun. Auch noch farblich abgestimmt auf das, was transportiert wird. Später einen schwarzen für Raps und noch einen gelblichen für Getreidesorten. Na gut. Ach, das geht. Na gut. So, Achtung, Förderband auf der Straße. Müssen wir nicht drauf warten, ne? Wir können ja schon mal vorfahren und suchen den Autodrive-Anbindung zu basteln. Ja, und jetzt heißt es aber wirklich mal sparen, ne? 250.000 haben wir. Schwarz wird der Böse. Ups. Ja, kein Problem. Die Brücken sollten ja logischerweise nicht da sein. Das war das Überbleibsel von der Standardkarte, dann von der normalen in der ohne Gräben. Besser ein bisschen nach vorne gucken, ne? Sonst fliegen wir gleich mit dem neuen LKW irgendwo im Deich. Und die Deiche sind wirklich so hoch, ne? Man sieht es auch, wenn ich meine, gut, jetzt hat Pellworm, glaube ich, so mit die höchsten Deiche. Wenigerweise, weil es ja auch mitten in der Nordsee ist. Aber es sind schon, ne, keine Ahnung, 8, 9 Meter teilweise, würde ich schätzen.
bisschen auf Abstand, aber trotzdem so, dass er auf beiden Achsen liegt. Dann lass uns mal kurz die Autodrive-Geschichte anbinden. Ah, ja, ach nee, nee, jetzt macht es ja doch Sinn, wenn erstmal das Förderband kommt. Stimmt, das ist auch noch, ist nicht die richtige Seite mit Mods. Das ist hier der Stream-Element, der noch. Ach, der ist schon immer so eingestellt. Da bist du. Jetzt nicht den. Oh, verkehrt, okay. Nö, Gras und Luzerne sollte ziemlich gleich sein. Ist von Vorteil, wenn man halt sowas wie Fermenter oder Kompost da hat, dass man den auf mehreren Produktionsschienen gleichzeitig betreiben kann. Weiß, da kommt der nächste, aber ich nehme den jetzt von hier auf. Jetzt ein noch mehr und dann mehr. Noch ein mehr. Hier kommt jetzt der Kies. Da ist aber nur Kies. Nee, temporäre Geschichten. Und wenn er fertig ist, soll er ja schon ziemlich ausholen, um dann hier wieder anzuschließen. Ne? Wie war das jetzt noch? Hier hin, links und irgendwie so. Ach, ich weiß nicht, welcher Knopf ist das denn? Reicht das nicht, den hier zu berühren schon? Oder muss ich den noch klicken? Ich vergesse es immer wieder. Wollen wir doch diesen Punkt markieren? Nicht, also hier Aufnahme ausschalten. Ja, okay. Vielen Dank. Geht nicht. Mag er so nicht. Warum nicht? Wird bei mir dann immer gleich rot. Wo macht er das denn? Jetzt geht's doch. Egal. Es funktioniert. Das ist doch die Hauptsache. So. Haben wir geschafft. Jetzt wollen wir hier noch ab und abliefern. Und zwar, er soll natürlich jetzt Kies holen. Das Ganze geht auch wie bei allen anderen in den. Falls wir später zu viel haben, habe ich mir überlegt, ob wir irgendwo noch ein bisschen was zwischenlagern, ne? Aber bisher sind wir da noch nicht in dem Bereich. Das Ganze geht in die Verkaufsstelle Hafen. Mit Kies. Und war nur, weil ich selber im Weg stehe. Alter. Da steht unser Förderband. Muss auch gleich mal wieder gucken, ob da alles in Ordnung ist bei den Erdefahrern. Ist immer so ruhig hier, ne? Jetzt hat er sich festgefahren. Ich dachte, ich steuere das schon. Da ist auf jeden Fall eine Menge zu tun hier im Sand-Erde-Kies-Bereich. Aber ich glaube, jetzt wird es sich lohnen, ne? Wenn immer zwischendurch eine Kiesladung verkauft wird.
bestimmt ungefähr vorgegeben hier. So, ne? Klappt. Da jetzt wieder einen Helfer einstellen oder noch? Ich glaube noch nicht, ne? Ich glaube, da oben muss noch ein bisschen mehr weg. Ich habe eher so das Gefühl, dass er eh noch ein bisschen vorne auch hier drin hängt. Ja, so macht das tatsächlich von alleine hier, ne? Aber er geht ja doch viel weiter als zunächst gedacht. Wieso macht er denn so weit? Warum macht er, kann mir das einer nochmal erklären, weil hier oben steht Winkel ändern 20. Was für ein Winkel bezieht er sich denn da? Ich hätte gedacht, dass er jetzt vorne nur so 20% hin und her ist. Macht er hier Kreisdrehung? Gut, er hat das jetzt hier vorne schon weggekratzt, das ist gar nicht schlimm. Aber das ist nicht so gewollt, ne? Das dreht sich vor und unter im Kreis. Ich lasse es erstmal. Wenn es fertig ausgebaggert ist, bleibt das Loch. Ja, hier wird ja irgendwann später Sand, Erde und Kieswerke wieder hinkommen, ne? Und auch die Zementproduktion ja wahrscheinlich. Also es ist eigentlich, man räumt hier schon mal Fläche für irgendwann frei. Wer weiß, wie lange noch, weil ich glaube, so viele Rohstoffe braucht man eigentlich für die Produktion gar nicht mehr. Muss ich nur gucken, wann ich dazu komme. Das heißt natürlich trotzdem nicht, dass ich mir das in absehbarer Zeit alles leisten kann, aber... Also wenn ihr 22 Mods download, das sind tatsächlich überwiegend noch meine, dann muss ich demnächst nochmal aktualisieren, dass da die Modliste dann steht. Muss der Umkreisträger deines Silos so groß sein, ich bekomme da ständig Fehlfüllstände in anderen Gebäuden. Und auf einmal, wie nah du das alles platzierst und so viel Raum ist da eigentlich gar nicht mehr. War mal deutlich mehr. Es war mal so im 100 Meter Bereich. Ich meine, das hatte ich schon halbiert.
Ja, gefühlt muss irgendwo irgendwas nicht funktionieren. Ne? Schon wieder viel zu lange keine LKWs hier gesehen. Ja, die ganze Zeit entspannt mit dem Förderband. Erde Kies hier auch schon mal aufschütten. Für später. Echt schönen Abend noch. Danke dir natürlich auch wieder für Aktualisierung von Model von der Modliste. Hier schon mal weiter. Oh. Das muss ja mal so weit kommen, ne? Großer Unfall hier. Nehmen am besten den mal raus. Hat bisher ja auch wirklich schon relativ lange gut funktioniert. Nehmen wir den wahrscheinlich auch noch mal raus, weil der schiebt ja alles zusammen. Jetzt müssen wir sehen, wirklich schnell aufzuräumen, bis die nächsten kommen. Vordrängen und weg. Passt. So. Nee, der noch nicht. Der hier. Es reizt schon die ganze Zeit auch noch einen LKW hier von abzuziehen, auch Richtung Kies zu bringen, ne? Aber nützt ja nichts. Noch mehr LKWs leihen, weiß ich nicht. Aber hier vorne kommt jetzt Erde und Kies. Und wie man sieht, also meistens funktioniert es ganz gut. Ob nicht immer, aber. Dann schauen wir uns mal an, was gleich die erste Ladung Kies mit unserem eigenen LKW bringt. Wie schnell wir den wieder bezahlt gemacht haben. Da muss, glaube ich. Das ist ich. 10-mal fahren so ungefähr, dann haben wir das Geld wieder drin. Zeigt, dass der ein bisschen zu weit weg eingestellt ist. Grafik schockt so, ne? Sieht schon echt nice aus, finde ich auch. Und es ist immer noch, ich meine, gut, es ist Dezember, ne? Normalerweise ist alles ein bisschen dunkler. Im Sommer kommt es noch ein bisschen besser zur Geltung. Ist schon echt nochmal, ja, dank Shader-Einstellung für die Nvidia-Grafikkarte echt schon nice. Meine Crew, wahrscheinlich auch danke für deine sehr gute Arbeit. Die Birken lassen sich mittlerweile sehr gut häckseln. Sehr, sehr schön, das freut mich. Wieso habe ich in die Erinnerungsliste reingeschrieben, dass ich die Bäume ausgetauscht habe? Nee, ne? Oder war das in der vorletzten Version sogar schon? So, das warten wir noch ab in der heutigen Folge, ne? Und dann ist die Folge am Ende. Der erste eigene LKW und gleich mit der ersten eigenen verkauften Ladung. Er ist nicht der schnellste, das ist wohl so. Ist irgendwie nicht, kriegt nicht mehr auf die Kette. Könnt gerne nochmal einen Tipp schreiben, wie wir den noch beschleunigt kriegen. Jetzt sollte ich bei denen das vielleicht dann doch ausziehen. Was hatte ich denn so und so? Große Motor war ja drin.
Jetzt kann er wieder kein Warten oder was? Bitte hinten. Steuerung Z ist das, ne? Hier nochmal eine weitere Achse gesenkt. So. Spannende Frage. Was bringt eine Ladung Kies? Klappe auf und Kies raus. Vor allem, wenn man den Shader auf ausstellt, dann sieht man, ne, dann, das finde ich auch. Wo ich zwischendurch hatte, fand ich, hatte ich so ein bisschen Gefühl, ein bisschen viel Blaustich drin, aber. So, seht ihr, 36.000 Einnahmen für Kies und es gibt sogar noch 2.000 Euro Umweltbonus on top. Perfekt. Das klappert richtig nice zusammen. Da sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Und ja, sehen zu, dass wir jetzt die Erde wegkriegen, damit wir dann zum Sand und Kies kommen. Vielen Dank. Bis zur nächsten Folge. Kurzer Break auf Twitch. Bis gleich und tschüss.